Yo, servus YouTube und ein herzliches Willkommen hier zu einer erneuten Weed Story. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen. Oh wow, mir geht's richtig gut gerade. Ich bin seit ein paar Tagen bei mir im Shop ins Vaporizer-Business eingestiegen und ich habe da ein neues Modell, was eine etwas abgespecktere Version ist und von meinem Phoenix Pro. Und das teste ich gerade aktuell. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe mir gerade schon eine Ladung gegönnt und dachte mir, okay, beim Video kannst du dir doch auch einfach eine gönnen und habe ich lange nicht mehr gemacht. Verzeiht mir, falls ich den ein oder anderen roten Faden verlieren sollte. Vielleicht wird er auch einfach grün. Ich bin farbenblind. Kein Scheiß. Also ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, möchte ich dazu sagen. Und gut. Trifft sich auf jeden Fall gut, oder? Ja, wie gesagt, falls ihr auch an Vaporizer interessiert seid, dann checkt sehr, sehr gerne meinen Shop aus, Mann. Ich kann euch den Eris sehr, sehr empfehlen. Das ist die neuere Version vom Phoenix Pro, den ich schon seit 2 Jahren benutze, Mann. Absolutes Topmodell, hat noch mehr Zubehör als der Vorgänger. Sehr gute Verarbeitung. Ich liebe das Ding seit 2 Jahren. Jeder, der mich verfolgt, weiß das. Ich liebe das Ding, kann ich nur empfehlen. Gibt es bei mir jetzt auch im Shop. Ansonsten geht's direkt los mit der Weed Story, Mann. Und zwar habe ich die damals bewusst nicht gedroppt, weil ich nicht genau wusste, okay, sollte ich das tun? Gibt es vielleicht Nachahmer oder so? Und dann habe ich mir jetzt im Nachhinein so gedacht, okay, ich meine, im Endeffekt war es jetzt nicht so schlimm. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, komm, drop's jetzt trotzdem. Und ich erzähle euch heute die zweite Geschichte, wie ich komplett high auf der Arbeit gewesen bin. Und zwar hatte ich vor 3 Jahren, ich habe mir gerade das Video nochmal angeschaut, vor 3 Jahren auch ein Video hochgeladen, wo ich damals, da habe ich in der Arena gearbeitet und da habe ich mich auch einmal vor der Arbeit mal gut zugedröhnt und habe dann die Schicht meines Lebens geführt und habe Bier gezapft ohne Ende. Es war wundervoll. Und das zweite Mal, da habe ich meinen Arbeitskollegen, als ich in einem Getränkemarkt gearbeitet habe, in einem sehr familiären Getränkemarkt, gearbeitet habe, da habe ich einen Kollegen dabei gespottet, wie er im Pausenraum sich einen durchgezogen hat und das komplett abgestritten hat, weil er konnte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht einschätzen, er wusste nicht, dass ich selber kiffe, das habe ich auch nie irgendwie offen rumgesagt, wow, das mache ich einfach nicht. Und dann habe ich ihn dabei gespottet und er hat sich komplett rausgeredet, weil er irgendwie eine MPU am Start hat und hat gesagt, nee, ich darf gar nicht kiffen und so. Obwohl es so hart im Raum nach Weed gerochen hat. Ich habe den Grinder gespottet, ich habe die Papers gespottet. Und 2 Wochen danach haben wir dann das erste Mal zusammen auch in diesem Pausenraum gesmoked. Das war sehr, sehr nice. Die Story kennt ihr schon. Und die zweite Story kommt jetzt. Das war, wie gesagt, in diesem familiären Getränkemarkt. Das war noch vor den Zeiten von Flaschenpost. Heutzutage, wenn du dir Getränke bestellst, dann machst du es über Flaschenpost oder gehst ganz altmodisch einfach in den Trinkhut oder weiß der Geier was und holst dir da deine Getränke. Das geht immer noch. Außer man bestellt sich die Scheiße per Paket, wie ich letztens. Ich hatte vor 3 Wochen einen Kunden, der hat sich verdammt, oder vor 2 Wochen einen Kunden, der hat ein, ich arbeite als Pakethelfer, falls das irgendwen interessieren sollte, die Leute aus dem Podcast wissen das, da hat sich jemand einfach einen Kasten Spezi bestellt. Und so ein Kasten wiegt, keine Ahnung, 15 Kilo, vielleicht mehr, mit Verpackung 15 Kilo. Es ist so extrem teuer, so einen Bums zu verschicken, das kostet mindestens 10, 15 Euro aufwärts, je nachdem, wo man das verschickt. Er bescheuert. Komplett bescheuert. Und dann hat er natürlich dazu noch den Kasten Spezi bestellt. Gut, lohnt sich nicht. Es waren im Endeffekt Kiffer, die sich das bestellt haben. Kein Scheiß. Ich kam rein, es hat so hart gerochen, fand es direkt sympathisch. Aber auf der anderen Seite fand ich scheiße, weil hört mal auf, die Scheiße über mich zu liefern zu lassen. Macht das bei Flaschenpost, Mann. Ja, gut. Ich war gesagt, wie gesagt, als Getränkeauslieferer unterwegs. Und zwar rede ich jetzt wieder über die Story von früher, jetzt nicht über die Spezi-Kastengeschichte. Da fängt es nämlich schon an mit dem roten Faden. Der zieht sich hier durch mein Mikrofon und durch, ja egal, scheiß drauf. Und normalerweise war ich so dafür zuständig, dass ich habe meinen kleinen Transporter, diese ganz typischen weißen Transporter, die sind so groß, da passt eine Europalette, vielleicht passen da 2 Europaletten rein. Die bin ich dann mal ausliefern gefahren. Und hatte eigentlich, am Anfang hatte ich immer einen Helfer dabei, der hat mich ein bisschen eingearbeitet, hat mir gesagt, das war übrigens auch der Dude, der dann im Endeffekt auch mit mir gekifft hat. Der hat mir alles gezeigt, wo die Straßen sind, ich bin im Endeffekt sowieso immer nach Navi gefahren, aber irgendwann kannte ich die Straßen auch so. Dann hat er mir gezeigt, wo die Kniffe sind, wo ich aufpassen muss und im Endeffekt habe ich die Lieferung dann irgendwann komplett alleine gemacht.
bin ich rumgefahren, hatte meine Kästen am Start, habe Privatkunden beliefert, ich habe auch Restaurants angeliefert. Ja, alles vor dieser Flaschenpostzeit. Das war ein Service, der für die Kunden jetzt nicht unbedingt billig war, aber einige Leute haben es einfach gebraucht. Wenn zum Beispiel ältere Leute was bestellt haben, die schaffen es einfach, keine Getränkekisten mehr irgendwie zu kaufen oder sich abholen zu gehen. Die brauchen, die müssen diese Kästen am besten direkt ins Wohnzimmer gestellt bekommen oder in den Keller, whatever. Das ist einfach ein Service, dafür zahlt es einfach mehr. Mittlerweile werden die wahrscheinlich alle Flaschenpost beauftragen. Wie oft habe ich eigentlich Flaschenpost schon gesagt? Ich glaube, ihr wisst, was der Job von einem Flaschenpost-Dude ist, ne? Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Genau diese Arbeit habe ich gemacht. Eines Tages, nachdem die Story schon vergangen war, dass ich mit meinem Kollegen das erste Mal gebufft hatte, da habe ich meinem Kollegen vorgeschlagen, yo, wie sieht's aus? Irgendwie fahre ich immer irgendwie die ganze Zeit. Oftmals fahre ich auch komplett alleine. Hast du nicht mal Bock, mit mir zu fahren, wenn man einen Tag ein bisschen weniger los ist, wenn man auf dem Hof in dem Getränkemarkt nicht mehr viel machen muss? Hast du Bock, mit mir zu fahren? Hast du Bock, mich zu fahren? Ich mache auch den anstrengenden Part. Ich schleppe den ganzen Scheiß auf. Ja, hat er gesagt, wo ist der Haken? Ich meine, er fährt nur mit, muss nicht viel arbeiten und ich schleppe den ganzen Scheiß. Dann habe ich mir erzählt, okay, ich hätte was mitgebracht, was ich mir gerne als Beifahrer so ein bisschen reinzimmern möchte. Und da ich wusste, dass der Dude auf eine MPU-Prüfung hatte und anscheinend nur eine Ausnahme gemacht hatte vor ein paar Wochen, wollte der auch nicht kiffen. Das hatte ich vorher auch so offen mit ihm kommuniziert. Das war jetzt keine... Ich habe ihm da jetzt nicht irgendwie was vorgelebt oder habe ihn neidisch gemacht, weil das hatte ich, wie gesagt, das ist das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst. Wenn Homies dabei sind, die nicht kiffen möchten und dann kiffst du vor denen, das ist immer sehr blöd für die. Er hat mir absolut versichert, dass es kein Problem für ihn ist oder sei und das habe ich auch im Nachhinein gemerkt, es war wirklich kein Problem. Das nur vorweg zu erzählen, weil ich genau weiß, wie das manchmal ankommen kann, wenn man nicht rauchen möchte oder rauchen kann, dann ist es immer blöd, wenn man da mit Leuten abhängt, die rauchen. Seid einfach stark, wenn ihr in der Sicht eines Nichtrauchers seid. Ihr packt das auch weiterhin. Ich habe, wie gesagt, einen vollen Rucksack dabei gehabt und wollte mir während dieser Tour einfach mal einen aufrollen. Hab mir gedacht, okay, ich kannte die Kunden so halbwegs gut. Ich wusste ungefähr, wo wir hinfahren werden. Und das war eine richtig, richtig schöne Gegend da vor Ort. Es war sehr, sehr hügelig. Das Ruhrgebiet hat auch teilweise sehr, sehr schöne Ecken. Kann man kaum glauben, aber ist so. Es gibt wirklich schöne Ecken im Ruhrgebiet. Und die waren so schön bergig teilweise. Man konnte über die komplette Stadt sehen, man konnte einen Wald sehen, man konnte also eine schöne Landschaft begutachten. Und genau an diesem Spot wollte ich mir am liebsten einen aufreden. Es hat im Endeffekt nicht ganz geklappt, aber im Endeffekt habe ich einen gesmoked, während ich mir diese Landschaft reingezogen habe. Wir haben den ersten Kunden beliefert, der hatte irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wasserkisten bestellt gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, würdest du dir was ausmachen, wenn du vielleicht kurz eine Kippe rauchst und ich drehe mir in der Zeit ein. Habe mich ins Auto gesetzt, habe meinen alten Dakine oder, keine Ahnung, wie die Marke ausgesprochen wird, es tut mir leid. Das war mein alter Schulrucksack. Der hatte so ein Special-Fach oben immer drin. Das war mein Grinder- und Papers-Fach einfach. Es war göttlich. So ein ganz kleines Fach, das war eigentlich für Stifte oder so gedacht, glaube ich. Aber ich habe es einfach irgendwann missbraucht als Goodie-Bag. Und da war mein ganzes Zeug drin. Alles rausgeholt, hab mir einen angefangen einzudrehen. Damals habe ich noch mit Knaster gedreht. Eine absolut räudige Zeit im Nachhinein, muss ich sagen, weil Knaster hat den Geschmack so hart verfälscht und es hat mir überhaupt nicht getaugt. Ich habe ein oder zwei Packungen in meinem kompletten Leben, also diese 30 Gramm Tabakersatzmischung, da habe ich gesmoked. Und danach habe ich das Zeug nie wieder angefasst, weil mir der Geschmack irgendwann so hart auf den Sack gegangen ist. Das hat meine Lunge nicht gut getan. Ich kann natürlich voll verstehen, wenn die Leute so eine Ersatzmische haben wollen, weil sie nicht pur rauchen wollen, weil sie viel rauchen wollen, aber wenig Weed benutzen wollen. Kann ich verstehen, würde ich aber so nie machen. Ich würde mir tendenziell immer einen ganz, ganz kleinen Lund drehen, der sehr dünn ist. Da kannst du auch gut was dran zu ziehen. Aber jeder ist anders, jeder hat Bock auf andere Mischsachen. Ich persönlich rauche immer nur pur. Das macht für mich einfach einen viel größeren Reiz aus. Es ist einfach viel angenehmer. Es ist angenehmer für die Lunge. Das High ist angenehmer. Win-win für alle Situationen. Ich werde übrigens auch keine, das fragen mich ein paar Leute, ich kann keine Tabakersatzstoffe oder Tabak oder Backwoods bei mir in den Shop aufnehmen. Das hat folgenden Grund. PayPal und Klarna sind zwei große Komponenten bei mir im Shop und die würden mir sofort den Laden dicht machen, beziehungsweise die würden einfach die Zahlung nicht mehr annehmen. Die würden dann einfach sagen, nee, machen wir nicht, die sind da überhaupt nicht kooperativ, was so Tabak und Ersatzprodukte angeht, machen die nicht. Deswegen, sowas gibt es leider bei mir nicht im Shop, da müsst ihr nicht mit rechnen, jedenfalls nicht in naher Zukunft, außer irgendwann ändern sich die AGB bei denen. Who the fuck knows, man.
Ich habe mir einen aufgerollt, damals wie gesagt noch mit Knastern. Ich weiß sogar actually genau, wie viel ich da reingepackt habe. Es waren 0,3 Nordlichter, die ich da reingepackt habe, weil ich damals fast immer diese Mische benutzt habe. Ich habe oftmals auch so ein bisschen was abgewogen im Grinder, beziehungsweise ich wusste genau, wie viel anteilig das von der kompletten Menge war. Ich konnte das damals echt gut abschätzen. Und das habe ich mir reingebröselt. Auch ein Sidefact, den man nach 5 Jahren immer noch weiß. Das ist insane. Ich habe manchmal ein Elefantengedächtnis. Ich bin selber überrascht von mir. Wir sind dann losgefahren und habe ich mir gedacht, in Amerika nennt man sowas anscheinend Drive-By. Drive-By, Smoking, Drive, ich weiß nicht genau. Das hat mir mal ein Kollege aus Bayern erzählt, der da in Amerika gewesen ist. Und die machen das wohl ziemlich viel. Also, dass die während der Highschool einfach kurz um den Block gefahren sind, um dann einen zu smoken, weil sie es irgendwie in der Schule nicht hingekriegt haben, auf dem Klo zu smoken oder irgendwo auf dem Schulgelände, weil da überall so Wachpersonal rumläuft. Das kann ich mir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Aber in Amerika ist das anscheinend üblich, dass da irgendwelche Guards rumlaufen und die ganze Schule überwachen. Bei den Amokläufen, na gut, anderes Thema, gut, sorry. Downer, es tut mir leid. Fuck. Auf jeden Fall wollte ich genau diese Sache machen. Ich wollte mir während dem Autofahren einfach genüsslich einen anzünden. Und es war wundervoll. Es war einfach nur wundervoll. Ich habe in die Natur geschaut und war einfach nur magisch berührt von den nächsten 10 Minuten, die wir dann zum nächsten Kunden gefahren sind, während ich mir ganz genüsslich diesen Joint dann angeraucht habe. Es ist einmal sogar kurz ein Polizeiauto vorbeigefahren. Ich habe überhaupt nichts dabei gedacht. Ich glaube, sowas kann man auch nicht riechen. Sowas sieht man ja auch nicht. Nur, außer die haben extrem gute Augen und sehen, dass das kein Kippenpape ist oder so. Aber da haben die nicht drauf geachtet. Die sind einfach an uns vorbeigefahren. War mir auch komplett Latten in dem Moment. I don't know, da bin ich nicht ganz stolz drauf. Ich habe sehr darauf geachtet, dass da kein Rauch irgendwie in den Innenraum reingeflogen ist. Ist es auch nicht. Mein Fahrer wurde definitiv zu 100% nicht high, weil wirklich nichts ins Auto reingeflogen ist. Ich habe den Joint permanent aus dem Fenster gehalten. Es war einfach wundervoll. Bis zum nächsten Augenblick, wo der erste Kunde gekommen ist und ich mich langsam daran erinnert habe, scheiße, ey, ich habe mir versprochen, die ganze Arbeit zu übernehmen. Und genau da, an dieser ganzen Stelle, ist das High so ein bisschen gekippt. Und ich dachte, fuck, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Am liebsten würde ich jetzt nach Hause gehen. Lass mich in Ruhe, fahr doch selber nach Hause. Ja gut, versprochen war versprochen und ich hatte eine ältere Kundin, die im zweiten Obergeschoss gewohnt hat und die hat insgesamt 4 Kästen geliefert bekommen. Ich komplett ambitioniert gewesen, habe mir gedacht, komm, nimmst einfach 2x2 Kästen und ab dafür. Alter, ich habe alleine schon beim Aussteigen gemerkt, fuck, Alter, das ist alles anders. Ich bin ja überhaupt nicht mehr ich selber gerade. Wie mache ich das jetzt? Seitentür aufgenommen, habe versucht, die Bestellung zu finden. Da waren noch viel mehr andere Kästen drin. So, oh fuck, okay, was kriegt ihr eigentlich? Lieferschein von vorne geholt, draufgeschaut. Jo, ist das die richtige Bestellung? Ja, alles klar, gut. Ich also wieder nach hinten gelaufen, habe die Bestellung zusammengesucht. Da gibt es manchmal bei einigen Flaschentypen so ganz marginale Unterschiede. Es gibt so bei einigen Wassersorten, ich weiß leider nicht mehr, welche das waren, da konnte man zwischen Medium und Still ganz schwer einen Unterschied erkennen. Ich war sehr froh, dass ich ihn gespottet habe und nicht noch zweimal laufen musste. Ich auf jeden Fall 2 Kästen genommen, Richtung Tür gelaufen, geklingelt. Als sie an die Gegensprechanlage gegangen ist, auch schon so, hallo, Getränke, ging es auf jeden Fall sehr gut. Hochgetragen zu ihr und mein Kreislauf fast komplett am Kollabieren gewesen, ging gar nicht mehr klar. Aber ich habe es hingekriegt. Ich bin auch wieder runtergegangen. Ich habe kein Gespräch mit dieser Dame gesucht, weil ich genau gewusst habe, sie würde es sofort spotten, dass ich dicht bin. Dachte ich in dem Moment. Ich glaube, niemand hat es jemals gespottet, dass ich... Okay, das ist eine komplette Lüge, natürlich. Aber man hat früher immer gemeint, also ich kann das immer nur nachvollziehen, dass man so ein bisschen paranoid wird und jeder denkt, oder man denkt selber, dass es jeder weiß und jeder denkt, dass man high ist. Im Endeffekt hat es überhaupt keiner gecheckt. Kreislauf weiterhin komplett am Kollabieren gewesen und dann noch die 2 anderen Kästen hochgetragen. Das war echt ein kompletter Film, Mann. Mein Kollege hat mich komplett ausgelacht, als ich von der zweiten Tour nach unten gekommen bin. Und ich habe sogar 1 Euro Trinkgeld bekommen. Es war wundervoll. Es war ein toller Arbeitstag, weil wir danach noch zu einem Hotel gefahren sind, das übrigens deutlich chilliger war. Da hatte ich überhaupt keinen Kundenkontakt. Da hatten wir den Schlüssel für die Garage. Da haben wir einfach die Getränke rein buxiert. Da hat mir mein Kollege auch Gott sei Dank geholfen, Mann. Der hat mir meinen Arsch echt ein bisschen gerettet, weil es waren 2 komplette vollgepackte Europaletten. Ich bin auch ganz ehrlich, er und ich wussten, dass er mir definitiv helfen wird.
weil, wie gesagt, es waren so viele Getränkekisten, das musst du einfach zu zweit machen, Mann. Der Tag ging wundervoll zu Ende, es war ein wundervoller Sommertag, es war ein Traum. Würde ich 1:1 wieder so machen, wenn ich nochmal die Gelegenheit dazu habe. Vielleicht würde ich dann ein bisschen vaporisieren, anstatt einen Joint zu rauchen. Das ist nur eine kleine Randnotiz am Ende. Weil im Endeffekt, Rauchen ist nicht gut für die Lunge. Ich mache selber noch viel zu gerne. Ja. Keine Ahnung, Mann. Das ist echt ein random Video gewesen. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, es hat euch getaugt. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da, Mann. Lasst gerne einen Kommentar da. Kraut euch an euren Eiern oder so. Ja, genau. Das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal wieder, Mann. Ich habe auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein bisschen Content geplant. Schaut da gerne wieder rein. Macht die Glocke an. Und, wie gesagt, schaut gerne bei mir im Shop vorbei. johnnysclipper.de. Versand kostenfrei ab 42 Euro. Und jetzt neu. Vaporizer im Shop. Wow. When I'm smoking,